Hallo Leute, und ja, hier seht ihr gerade, wie leicht man eigentlich eine Freundin kriegt, ne? Ich musste aber jetzt schon leider wieder gehen. Jerusalem wartet auf uns, und das mache ich jetzt auch gleich mal. Denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Verdammt. Wir haben nämlich letztes Mal rausgefunden, dass die ganzen Leute, die wir töten, alle zusammenstanden. Das war irgendwie klar. Aber sie sind alle Templer. Ja. War irgendwie, naja. Wenn man so ein bisschen die Geschichte von der Story kennt, war es auch klar. Aber egal. Jetzt wissen wir es gesichert. Achtung, ich komme. So, auf geht's. Jerusalem. Umlandbüro. Büro. Büro war, glaube ich, erheblich besser. Ja. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. Irgendwie zwar logisch, was die gute Frau sagt, aber naja. Was soll's? Guck nicht auf den Boden, man guckt nach oben, Mensch. Bisschen Selbstvertrauen und so. Okay. Hallo. So groß ist Jerusalem jetzt auch wieder nicht. Steht da eigentlich immer irgendwas? Ich meine, die Schrift ist ja schon minimal. Aber ich glaube, da steht sogar irgendwas. Das würde mich auch mal interessieren, was diese ganzen aufblinkenden Dinger sind, die da stehen. So, ich bin schon direkt im Büro und gehe mal schnell hier rein. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Okay, so. Da haben wir jetzt wieder Informationen, wo wir Ja, ja, der Satz gibt Sinn, den ich gerade sagen wollte. Wir haben Informationen, wo wir Informationen einsammeln können. Ja, es gab Sinn. Okay, aber erst gehe ich mal hier oben hin. Drei Aussichtspunkte sind hier noch, warten noch auf uns. Ist da was? Die müssen wir einfach machen, weil irgendwie will ich da, ich weiß nicht, das will ich... Die ganzen Flaggen finde ich schon etwas übertrieben, die kann ich gar nicht alle sammeln. Die könnte man natürlich auch machen, aber irgendwie, nee, das ist nee, das muss nicht sein, aber hier so Sachen, die finde ich eigentlich, muss man schon fast machen. Nicht sterben, dankeschön. Hilfe! So. Okay, so hier lang. Okay, 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 alles gut, alles gut. Okay, so, hier sind schon wieder Gläubige, also das heißt, wir haben schon irgendwen hier gerettet. Aber hier oben waren wir anscheinend noch nicht. Und ich glaube, ich verstehe jetzt auch langsam warum. Da müssen wir hin, okay. Ne, hier war ich eigentlich noch nicht. Ach, hier muss ich gleich auch, glaube ich, hin. Hier ist doch die Synagoge oder was auch immer das hier ist. Ja, das ist natürlich an Höhe gar nichts im Vergleich zu zum Beispiel Akkon, der Kirche. Das ist ja, ja... Kann man auch mal einmal in die hohe Luft springen, so ungefähr, ne? Naja, hat sich ja kaum gelohnt. Die Drehung hat er noch gerade so hingekriegt, aber egal. So, hier ist ein Ziel von uns. Gepriesen sei Salah al-Din! Er hat die Kraft gefunden, für die ganze unserer Glorie-Kultur aufzustehen! Hab keine Zweifel! Ich will nicht den markieren, verdammt nochmal! Der englische König möchte uns vom Antrieb... Okay, irgendwie will er dich nicht markieren lassen, der Gute. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hin. So, Bürger retten. Geht immer! Wir müssen zurückschlagen! Er wird noch jemand anderen rempeln.
Er wird noch jemand anrempeln. Nee, wenn ich so durchlaufe, bestimmt nicht. Hä? Okay, Hilfe. Bin verwirrt. Oh, die wollen immer Geld von mir. Ich hab doch selber rein gar nichts. Wie soll ich, wo soll ich das Geld hernehmen, bitte? Meine Missionen hier werden schlecht bis eigentlich gar nicht bezahlt. Besser gesagt, eigentlich echt gar nicht. Egal. So. Ah komm, da will ich jetzt hoch. So. So ein komischer Kauz. Naja, wenigstens kann ich hier von Hausdach zu Hausdach springen. Ne? Das kannst du schon mal nicht. Wollt ihr etwas? Ja, zack, jetzt nicht mehr. Dankeschön. Hast mir sehr geholfen. Verdammt. Sehr schön. Irgendwie sind sie relativ schwach, habe ich das Gefühl. Bin mal gespannt, wie stark der Sklaventreiber ist. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von euren Taten erfahren. Okay, danke schön. Sehr gern geschehen. Gleich mal weiter hier. Da müssen wir hin. Das ist ja auch, das ist ja schön nah. Das ist ja richtig perfekt. Okay. So, jetzt nicht verwirren lassen von den ganzen Leuten, die jetzt dazukommen. Da müssen wir hoch. Okay. Ja, dann läufst du halt nicht da aus, sondern springst gleich da gegen den, was weiß ich, Balkon oder was auch immer. Was reden die hier eigentlich für eine Sprache? Ach, das sind wieder die Bienen! Das sind die Bienen, jawohl, die Bienen sind doch cool. Das war eigentlich schon stark, aber ey, die sind wenigstens sind es Bienen, das ist... Ich mag Bienen. Wenn sie nicht stechen, aber die stechen ja eigentlich nicht. Ja, nicht weg, ah, verdammt! Zu langsam, egal, synchronisieren. Ich hab die Melodie immer noch nicht drauf. Nein. Aber egal, was soll's. Ich meine, hey. Braucht man die denn unbedingt? So, während dem Flug wollen wir uns schon mal umgucken. Da hinten müssen wir noch hin. Zack, bumm, raus wieder. Fertig, raus hier. Weiter geht's. Hier, voll, jetzt ziehen wir aber richtig durch. Kann ich immer durch? Wie jetzt? Wie geht denn das, Mann? Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Es geht dann halt, ne? Sag, du bleibst schon mal liegen. Zack, zack. So. Der hat noch Einsprüche. Der nicht mehr, der auch nicht mehr. So, jetzt kann ich doch hier lang. Mensch. Hätte mich einfach langlaufen lassen können. Ich will hier Bürger retten, doch nichts irgendwie Böses machen. Das kostet dich den Kopf. Ich glaub's eher dich. Der hat noch nicht mal sein Schwert gezogen. So schnell bin ich hier. Wie der Blitz. Zack, zack. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Kein Problem. Hier hinten helfen mir zwar die Leute gar nicht, weil ich hier nie wieder in meinem Leben vorbeikommen werde. Aber egal, was soll's, ne? Ich bin hier im Nobelviertel. Okay. Oh Gott, hier laufen so viele Leute rum, die mich wegstoßen wollen. Mag ich auch nicht so doll. So, hier liegen noch die zwei Leute rum. Da liegt da ist nahe diesen Händler. Okay, wow, wie perfekt ich hier gerade durchkomme. So, hier gehen wir schön hoch, zack, zack, zack. Ja, gerade kommen wir bei... Wow, hier geht's ja voll weit runter. Wo muss ich hin? Da muss ich hoch. Oh, hier sind noch ein paar... Ups, jetzt bin ich auf dem Friedhof gelandet. Ich wollte hier keine Grabruhe oder so stören. Keinesfalls. So, auf geht's da hoch. Super. Okay. Ah ja, nee, echt. Das ist doch hier echt schnell. Ah nee, ich muss da ganz hoch. Dann gehen wir... Ah nee, da muss ich wahrscheinlich ganz hoch. Ja. Hallo? Ja, okay. Hopp. Hoch, hoch. Höher. Zack. Ja, das ist auch nicht so ganz niedrig hier, das Kreuz. Da will ich ehrlich gesagt auch nicht so gerne sitzen im echten Leben, weil irgendwie ist es ein bisschen unheimlich da oben so. Und von, vor allem man wankt dann noch und dann fällt man doch dann irgendwie runter. Naja. Egal, der springt ja eh überall runter. So, wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten ist ein Heuballen. Das heißt, den nehmen wir doch. So weit springt er auch einfach so locker natürlich aus dem Handgelenk. So sieht's aus. So, hier müssen wir irgendwie beschützen oder retten oder was auch immer. Du bist ein Dein Gott hat dich verlassen. Hilfe! Ich brauche Hilfe!
So, naja, immerhin zwei. Den dritten kriegen wir jetzt so schnell fertig. Ah ja, so einfach geht es. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held... Okay. Tu dies, das machen irgendwie viele. Aber egal, was soll's. So, wie viel haben wir eigentlich schon gerettet? Alle Bürger. So sieht's aus, so sieht's aus. Alle Bürger vom Nobelviertel. So muss das doch sein. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier, schätze ich mal. Weil sonst sehe ich hier gerade relativ wenig. Ich schätze mal, wir müssen dahin. Das machen wir jetzt einfach noch. Zeit haben wir, denke ich mal, dafür auf jeden Fall noch genug. Obwohl es hier wieder fast 300 Meter weit weg ist, aber egal. Gestochen? Mich hat nichts gestochen. Außer die Bienen-Heini-Dinger-Viecher-Typen da. Die pieksen mich manchmal mit ihren Schwertern, aber sonst... Sonst hat mich nichts gestochen, gute Frau. Danke der Nachfrage. Sie hat wenigstens mal Mitgefühl hier. Verdammt! Hey, da wird noch jemand anderes. Euch kenn ich doch. Mich kennst du? Glaube ich nicht. Aber hey, ist egal. Wie komme ich denn da hin? Da, naja, egal, so lang. Irgendwo hier dann. Er wird jemanden schießen. Was geht vor? Wovor läuft der davon? Nee, hier auch noch nicht. Egal, ich muss noch ein bisschen auf die Seite. Okay, dann dürfte es passen. So, auch sehr schön synchron hingesetzt, die beiden Typen da bei dem. Ach ja, egal. So, bin ich noch irgendwie. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der Stadt. Die ist irgendwie dann doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Oh, schön noch FPS-Einsturz, auch nicht schlecht. So, hier ist das Büro. Hier ist das Büro. Okay. Nicht einmal renne ich jetzt übers Büro und will nicht rein. Das ist auch sehr selten. Aber ich muss jetzt halt hier vorbei. Okay. So, den nehmen wir noch mit, bevor mich verpfeift hier. So, 40 Meter. Flagge. Nicht sterben. So, da oben war es, ne? Höchstwahrscheinlich. So, wie komme ich denn jetzt hier nochmal hoch? Warum behelligt ihr mich? Was tut er da? Was tut er da? Tja, warum? Das ist mal eine gescheite Frage. Nicht, was tut er da? Das dürfte er eigentlich selber sehen, der gute Herr, aber... Warum? Das ist eine berechtigte Frage, die ich mir ehrlich gesagt selber auch fragen würde, wenn ich hier so ein... durch irgendeine Stadt rennen sehen würde und irgendwelche Häuser hochklettern. Oder ich würde einfach eine Kamera rausholen und es filmen. Das könnte auch sehr gut sein, ja. Daneben, daneben. Aha, so. Okay, hier habe ich jetzt viel zu tun. Ach du Scheiße, hier habe ich echt viel zu tun. Richtig viel habe ich hier zu tun. Hier muss ich jetzt erstmal ein paar Bürger retten noch. So, hier irgendwo, ne? Also hier ist ja gerade richtig viel auf fast keinem Platz. So, wenigstens hat der noch geklappt. Der dürfte jetzt... Was? Der klappt auch noch? Was geht ab? Was? Na, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Egal, der darf auch nochmal schlagen. So. Das wäre jetzt aber echt zu schön gewesen. So, wo ist der nette... Ja, hier? Frau, Mensch, hallo? Weil ich noch gelb war, oder was? Oh, die wollen mich doch verarschen hier. Wisst ihr, was ich hasse? Wisst ihr, was ich hasse? Naja, egal. Ich denke mal, ihr wisst's. Egal, wir retten jetzt noch... den hier. Ich hoffe mal, der ist ein bisschen netter zu uns. Würde ich das irgendwie auch. Aber erst müssen wir uns irgendwie verstecken. Geklingelt hat es auch schon, aber hey, ich meine, irgendwie muss man Prioritäten setzen. 22 Meter. Stirb, Dieb. Sehr schön ausformuliert, muss man dir echt lassen. Nein, du sollst da doch nicht hoch. So, jetzt gehst du da rein. Mich sucht doch schon lange keiner mehr, Mann. Das blinkt mir ein bisschen zu lang.
So, und jetzt muss ich erst warten, bis alle wieder hinter mir sind oder so, ne? Nee, okay, jetzt haben wir es mal vorher gerafft. So, auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt mal hier schön hin. Okay, so, da hat es nicht so perfekt geklappt, aber wenigstens läuft die Frau nicht weg. Gerne. Gerne. So, jetzt sind wir hier im Armenviertel. Also, wir sind jetzt im Armenviertel von Jerusalem. Und ab hier würde ich jetzt sagen, der Typ da hinten... Oh, sorry. Dankeschön, dass du mir hilfst. Das ist sehr nett. Okay, also mir wird hier geholfen. Das ist sehr nett. Und, ja, danke fürs Zuschauen. Ich fliege nochmal eben hier ein bisschen weg. Oder auch nicht. Hey, was soll's. Der hält den eh fest. So. Ein bisschen kann man ja weg hier. Naja, egal. Passt schon. Danke und bis zum nächsten Mal hier im Armenviertel von Jerusalem. Bis dann. Ciao.